aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Haus und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Wird mein liebster Bräutigam
Thank you.
Schlafen.
Thank you.
Wäldern in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Und sie furchten sich sehr. Please, God, oh, sin, us, and in my life.
Das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Schaut hin, Gott liegt im Finsterstall. Es erschafft aus einem süßen Ton.
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Oh,
sprachen die Hirten untereinander. Lassen uns nun gehen, lassen wir uns gehen. Thank you.
Sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Aber behielt alle diese
und die Hirten kehrten wieder um, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Oh.
das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet, Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Mein Jesus heißt mein Hirt, mein
zu erheben, mit Danken zu erheben, mit Danken zu erheben, mit Danken zu erheben, zu thank you.
geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo, 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 wo ist der neugeborene Kühler Juden? Wo ist der neugeborene Kühler Juden? Wo, wo, wo? Sucht ihn in meiner Brust, hier wohnt er mir und ihm zur Lust. Wir haben seinen Stamm, seinen Stamm. Erleuchte mein Herz durch die Strahlen.
Der König Herodes hörte, erschrak und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Solltet ihr euch nicht viel mehr sammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also stehet geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk
Speisen heimlich und erlernte mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und wie sie hinging Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Bleibt doch in sicherer Hand.
den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Thank you.
Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Thank you.
Thank you.